Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Super Mario Sunshine. Wir machen weiter in der vierten Welt und schauen uns weiter im Park um. Der Untergang der Sonnenblumen. Obwohl, diese Schein ist glaube ich nicht im Park. Die ist wieder, ja, die ist wieder hier draußen. Und wie man schon an den Yoshi-Eiern sehen kann, das ist das Kapitel, das man schaffen muss, womit man dann, wenn man es geschafft hat, Yoshi freischaltet. Und dann können wir uns ja in die anderen Welten begeben und auch in Porto di Oro das achte Kapitel machen. Das habe ich auch heute vor, denke ich. Aber nur weil das Yoshi-Eier sind, heißt das nicht, dass das Yoshis sind. Das sind nämlich richtig eklige Drecksviecher. Aufwachen! Ja, die machen so komische Geräusche. Man muss es so machen, man muss sie anspritzen, bis sie aufwachen. Genau, man muss sie anspritzen, bis sie aufwachen. Und dann wollen sie eine Stampfattacke machen. Diese Stampfattacke müssen die in den Sand machen. Machen die es aufs Gras, wird das nicht klappen. Wenn sie es auf Sand machen, dann könnt ihr sie umbringen. Und für jedes getötete Drecksvieh wird hier eine Sonnenblume wiederbelebt. Und die müssen natürlich alle Sonnenblumen wiederbeleben. Na, komm. So, der ist auch tot. Hier ist dann der nächste. Na, komm her. Sehr gut, der ist auch tot. Schnappen wir uns den hier. Hey, die machen so komische Geräusche, wenn die aufwachen, ne? Bitte auf Sand. Oh, perfekt. Aufs Gras, auf dem Gras hätte das nicht geklappt. Und jetzt noch der hier. Und dann müsste die große Sonnenblume da hinten wiederbelebt werden. Na, komm. Nein! Verdammt. So, jetzt bist du tot. Eigentlich eine ganz einfache Schein. Und jetzt verlassen wir Parco Fortuna fürs Erste und kümmern uns in den restlichen Welten um Blaumünzen und Scheins. Wenn ich denn recht habe. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Yoshi freischalten, aber ich denke mal. Ich hoffe es. Yep. Denn jetzt hat Mario Morgana hier Yoshi und wir kriegen den Zugang zur fünften Welt. Das heißt, man kriegt den Zugang zur sechsten Welt vorher als den Zugang zur fünften Welt. Je nachdem, wie viel Scheins man hat. Oder besser gesagt, je nachdem, ob man das Kapitel hier schon geschafft hat oder nicht. So, jetzt müssen wir Bowser Jr. aufhalten. Und dann können wir uns in den anderen Kapiteln um den Rest kümmern. Na, guck, wenn er Yoshi in der Hand hat, kann er auch nicht so coole Stunts machen und ist auch viel, viel langsamer. Komm, sage ich das, macht er hier einen Seitwärtssprung auf dem Dach. Na komm, du kannst nicht abbauen. Er läuft hier extra lang, damit er mir hier nochmal den Zugang zur fünften Welt hier zeigen kann. Für die Leute, die nicht drauf gekommen wären. Na komm, gib auf. So. Mist, ich war kurz davor, auf Yoshi zu reiten. So, aber Yoshi schlüpft noch nicht. Yoshi braucht erstmal eine bestimmte Frucht, damit er schlüpft. Und wie ihr schon sehen könnt, gibt es jetzt die drei verschiedenen Düsen auch auf der Overworld. So, er braucht eine Banane, aber das interessiert uns ja eh nicht. Wir wollen Yoshi sowieso nicht hier auf der Overworld spielen, sondern in den Welten. Deswegen gehen wir zurück zur ersten Welt, Monte Bianco, und holen uns da Yoshi. Aber das ist eine gute Frage. In welchem Kapitel? Ich gehe mal Kapitel 8. Ich glaube, die ganzen Yoshi-blauen Münzen, die müssten im achten Kapitel immer verfügbar sein.
Ach ja, Leute, wisst ihr noch, als wir hier waren? So, er will eine Kokosnuss, die in diesem Spiel grün ist. Ich weiß nicht warum, aber das soll eine Kokosnuss sein, tatsächlich. Und ich habe selber noch nie eine grüne Kokosnuss gesehen. Aber okay. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich hier eine Kokosnuss finden kann. Ich hoffe mal hier vorne irgendwo. Hier gibt es ja überall Früchte. Ananas, Durian, Banane, da ist auch eine Banane. Und da ist eine Kokosnuss, die kann man ganz schwer erkennen. Okay, in der Aufnahme kann man sie besser erkennen, aber auf meinem Fernseher nicht. Egal. Jetzt bloß nicht ins Wasser fallen, weil sonst verliert Mario die Frucht. Oh Mann. Ist die Frucht wieder da? Natürlich ist sie nicht wieder da. Toll. Und wo finde ich jetzt wieder eine Kokosnuss? Auf meinem Fernseher kann ich die Kokosnuss sowieso nicht erkennen. Aber ich stehe ja hier gerade vor einem. Gar nicht gesehen. Also, die Früchte sind sowieso ein bisschen weird. Ich werde jetzt hier außen laufen, damit die mich hier nicht treffen. Ist eine Frucht, also landet eine Frucht im Wasser, dann ist sie weg. Und während Mario eine Frucht trägt, kann er keine Düse benutzen. Keine einzige, egal welche. Er kann keine Düse benutzen. Und das Komische dran ist, ihr glaubt jetzt bestimmt, weil ich euch gesagt habe, wenn die Frucht im Wasser landet, ist sie weg. Aber man kann tatsächlich mit einer Frucht in der Hand schwimmen gehen. Das ist etwas, was ich was ich nicht wusste. Aber ist jetzt auch egal, ich wollte euch das nur wissen lassen. Und je nachdem, welche Frucht ihr Yoshi gebt, hat er auch eine andere Farbe. Bei einer Kokosnuss scheint er pink zu werden. Oder ist das rosa? Ne, das ist schon pink, oder? Naja. Ich halte nichts von viel von pink. Und das heißt nicht, das liegt nicht daran, dass ich ein Junge bin. Ich mag pink auch nicht so. Und kaum reiten wir auf Yoshi, könnt ihr da unten eine Saftanzeige sehen. Und das ist seine Magensäure. Und die kann er verspritzen. Das sieht nicht nur weird aus. Es ist auch weird. Und er hat eine extrem lange Zunge. Wie Yoshi halt so ist. Er kann auch wieder flattern. Er kann auch einen Dreifachsprung, wie ihr schon gesehen habt. Und wie ihr sehen könnt, wenn wir Saft verspritzen, dann verliert er natürlich auch Magensäure. Und sobald er keine Magensäure mehr hat, stirbt Yoshi ab. Und wenn ihr ihn wieder haben wollt, müsst ihr das Yoshi-Ei finden und ihm wieder die richtige Frucht geben. Und den Typen habe ich hier gerade mit Magensaft angespritzt. Boah, ist das eklig, ey. Ja, hier kümmern wir uns um die blauen Münzen. Ihr müsst hier mit Yoshi hier nach hinten gehen. Dann seht ihr diese Schmetterlinge hier. Obwohl, ist das hier? Das müsste eigentlich hier sein. Oder? Hä? Das ist wieder ein falscher Kapitel dafür. Falsches Kapitel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann Yoshi diese Schmetterlinge hier essen. Und hier irgendwo müsste ein blauer Schmetterling sein, der dann auch eine blaue Münze hinterlässt. Aber die ist gerade nicht hier. Hier sind nur gelbe Schmetterlinge. Da kommst du her. Was ist das im anderen Kapitel? Bin ich in dem falschen Kapitel dafür? Oh, ich hasse sowas, ey. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich habe meine Liste gerade nicht zur Hand. Da! Da! Da sind drei blaue Schmetterlinge und wenn man alle isst, sollte eine blaue Münze erscheinen, die jetzt nicht hier ist. Hä? Das ergibt doch alles... Ach, da ist noch eine! Hä? Okay, ganz weird. Irgendeine von den blauen Schmetterlingen hat diese blaue Münze. Egal. Ihr habt es ja gesehen. Und die letzte blaue Münze, die ist... Lasst mich mal kurz nachdenken. Ah, jetzt weiß ich wo. Ihr wisst ja diese Bienennester, die wir nicht töten können, ne? Also wir können das Wespen- oder Bienennest fallen lassen, also zerstören. Aber wir können die Bienen nicht töten. Und ihr müsst hier dieses hier, glaube ich, kaputt machen. Aua. Wenn wir getroffen werden... Oh, scheiße. Yoshi ist eine Frucht. Alter, ich habe es gerade so erkennen können. Och Mann. Alter, ich will doch nur die blaue Münze haben. Leck mich doch.
Einfach kaputt. Einfach kaputt machen. Alter! Ich hasse das, ne? So, einfach kaputt machen. Dann die ganzen Bienen hier essen. Steig auf, Mann! Einfach die ganzen Bienen hier essen. Und dann sollte eine blaue Münze erscheinen. Oh mein Gott, ist das zum Kotzen, ey. Junge! Das ist leichter gesagt als getan, wie man sehen kann. Na, drei Bienen noch. Komm her. Du bist die letzte. Komm her. So. Und damit haben wir alle blauen Münzen hier aus Monte Bianco. Damit verlassen wir die Welt auch für immer und kommen nie wieder zurück. Gut. Was will der denn jetzt schon wieder? Ach so. Oh, ich hätte Yoshi... Oh, Mann. Jetzt müssen wir den nochmal töten. Ich hätte Yoshi eine Frucht geben müssen. Und so gesehen auf ihm reiten müssen. Dann hätten wir ihn für diese Welt freigeschaltet. Aber ihn zu retten, aber ihm keine Frucht zu geben, reicht wohl nicht. Oh, ist das unnötig. Komm her. Gut. Das geht schnell. Eine Banane. Wo finde ich denn jetzt hier eine Banane? Da hinten ist eine Banane. Oder nein, warte. Warum da hinten hingehen, wenn hier nicht vorne ein Obststand ist? Banane, 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 Banane. Da. Gib mal her. Warum, das sind ja eigentlich drei Bananen, ne? Aber okay. So. Jetzt. Ja. Du und Yoshi haben sich angefreundet. Jetzt haben wir ihn freigeschaltet. Gut. Achso, dann kann ich euch mal was zeigen. Wenn Yoshi Wasser berührt, ist er instant tot. Und. Ja. Ich sag mal nichts zu seiner Todesart. Ihr habt es ja gerade gesehen. So, jetzt gehen wir... Wo ist Porto di Oro gewesen? Da hinten. Jetzt müssen wir ein nerviges Kapitel machen, denn das 8. Kapitel in Porto di Oro ist ziemlich beschissen. Dafür werde ich auch, glaube ich, den Rest des Parts brauchen. Aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo die letzten zwei blauen Münzen für Yoshi sind in dieser Welt. Eine weiß ich, eine fällt mir ein, aber die anderen? Hm. Yoshis Obstobolus. Ich hoffe, ich schaffe das Kapitel schnell. Wo ist Yoshi eigentlich? Also, wo ist das Ei? Das meine ich. Da. Er will eine Durian. Durian ist immer schwer, weil, wie ich euch schon mal gesagt habe, eine Durian kann man nicht tragen. Die muss man kicken. Die kann man nur kicken. Und das ist ein bisschen schwer. Und genau für Yoshi gibt es hier diese Obstbehälter. Das ist eine Birne. Die will er nicht. Dann muss man auf die andere Seite springen und hier eine Stampfattacke machen. Das ist eine Banane. Die will er auch nicht. Komm schon, Durian. Aua. Ja. Nein, nicht runterfallen! Und jetzt fängt schon an. Es fängt jetzt schon an. Das Kapitel fängt jetzt schon an, mich aufzuregen. Und genau das ist der Grund. Wie kriege ich jetzt diese Durian da hochgekickt? Ja, war klar. Und wenn hier drei Früchte sind, dann müsst ihr alle Früchte ins Wasser werfen, weil mehr als drei Früchte können hier nicht geladen werden. Jetzt haben wir hier eine Ananas. Warum muss Yoshi ausgerechnet einen Durian wollen? Kokosnuss. Jetzt passt auf, jetzt kriege ich wieder eine Durian. Und wegen den zwei anderen Früchten wird sie wieder nach unten fallen. Ich spüre es. Nee, diesmal ist es eine Banane. So, weg mit der... mit dem gesunden Zeug. Was ist denn eure Lieblingsfrucht eigentlich? Ich frag das jetzt hier einfach mal so. Ihr könnt das gerne in den Kommentaren beantworten. Alter, bitte geh da hoch. Also meine Lieblingsfrucht... Alter! Junge! Das Kapitel hat noch nicht mal angefangen. Und du regst mich jetzt schon auf!
So, meine Lieblingsfrucht ist, also ich habe mehrere. Es gibt ja zum Beispiel bei Birnen, es gibt ja, wie soll ich sagen, trockene Birnen. Ich sage jetzt mal trockene Birnen dazu. Und dann gibt es noch süße Birnen. Die süßen Birnen schmecken mir am meisten. Dann die trockenen Birnen eher nicht so. Und natürlich fällt die Durian wieder ins Wasser. Meine Fresse, ey. Komm, Mario. Sie ist noch da. Jetzt nicht mehr. Super. Seht ihr, das meine ich. Wir werden den ganzen Part an dieser Scheiße hier sitzen. Das ist so zum Kotzen, diese Aufgabe. Ich bin hier kurz davor zu fluchen, ey. Ich habe mich bis hierhin zurückgehalten, aber das ist die Aufgabe, wo viele Leute, die das Spiel spielen, rumfluchen. Und die schwierige Passage haben wir noch nicht mal gemacht. Aber dazu kommen wir noch. Na endlich. Alter. So, dann kippt mir die Durian zu Yoshi rüber. Hier, nimm, Drecksvieh. So. Und dann seht ihr hier wieder diese blauen Schmetterlinge. Die müsst ihr essen. Komm her. Da. Und da gibt es eine blaue Münze. Wo die letzte blaue Münze ist, weiß ich gerade im Kopf nicht. Aber wir machen jetzt erstmal das Kapitel. Und ihr seht es schon. Wir müssen mit Yoshi da hochkommen. Wie gesagt, fällt er ins Wasser, ist er tot. Und dann können wir hier wieder einen Durian suchen und dann ihm wiedergeben. Und das ist der Grund, wieso diese Aufgabe so verfickt scheiße ist. Yoshi, bitte, mach keinen Scheiß. Ich schwöre, ich hasse dich. Wenn das in diesem Versuch nicht klappt, werde ich cutten. Oh Mann. So, diesen Versuch lasse ich noch drin. Wenn das danach nicht klappt, cutte ich. Das wird eh 3 Jahre dauern, bis ich das hier geschafft habe, also. Naja. Warte, ich muss immer testen. Kann Yoshi einen Seitwärtssprung? Kann er das oder kann er es nicht? Anscheinend nicht. Gut zu wissen. Da komme ich nicht hoch.
Kann er eine Stampattacke? Gut, kann er. Warte mal, kann ich da nicht auch mit einem Dreisprung hoch? Wenn Mario überhaupt einen Dreisprung machen kann? Kann er darüber mit einem Dreisprung? Kann ich hier nicht generell mit einem Dreisprung hoch? Alter, soll ich das ausprobieren, Leute? Ich denke, ich sollte das so machen. Du solltest springen, du Drecksvieh! Wie gesagt, ich cutte hier. So Leute, ich bin wieder hier. Das Problem ist, diese Plattform da hinten, das ist die Plattform, die mich da hochbringen kann. Und ich habe jetzt nur noch einen einzigen Versuch, denn sonst stirbt Yoshi ab, weil er hat keinen Magensaft mehr. Ich bin so kurz vom Schreien, wenn das nichts wird. Ich bin so kurz vom Schreien, wenn das nichts wird. Also los geht's. Oh mein Gott, Yoshi, schnell! Alter! Denn jetzt stirbt Yoshi ab. Und wir haben es gerade so noch geschafft. Heilige Maria Gottes, oh mein Gott, ey. Ich hasse diese Aufgabe. Und ich werde jetzt nochmal auf meine Liste gucken, wo die letzte blaue Münze in dem Level in der Welt ist. Dann gehen wir nochmal kurz zurück zu Playa del Sol und kümmern uns um die zwei blauen Münzen. Und dann war es das auch für diesen Part. Aber vorerst müssen wir nochmal diesen Idioten da ausschalten. Der hat jetzt die Raketendüse, oder die ist das, die Turbo? Das ist die Turbodüse. Und wenn wir ihn jetzt besiegen, haben wir auch die Turbodüse hier auf der Oberwelt. Bitte, Shadow Mario, hör auf. Ich bin eh extrem sauer gerade. Komm einfach her jetzt. Hör auf abzuhauen. Junge, ich treffe ihn doch die ganze Zeit. Ich hasse dich, du. Komm her jetzt. Ich hasse dich.
hin? Da hinten. Alter, ne? Komm einfach her. Alter, der triggert mich gerade so extrem. Endlich. Naja, ins Maul. So, jetzt haben wir auch die Turbodüse. Und jetzt gehe ich zurück in die zweite Welt und wir gucken mal, wo die letzte Blaumünze ist. So Leute, jetzt weiß ich, was die letzte Blaumünze ist. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man dafür unbedingt Yoshi braucht. Weil hier an der Wand ist eine Spinne. Und die kann man ja normalerweise nur töten, wenn man gegen das Gitter haut. Aber ja, ich sehe es schon. Der stirbt so nicht. Den muss Yoshi essen und dafür gibt es eine Blaumünze. Und dafür muss ich mir jetzt erstmal wieder einen Durian holen. Also bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Los Yoshi, ist das Drecksvieh? Hallo? Kommst du auch runter? Hä? Oh, ist das jetzt dein Ernst? Wo ist die blaue Münze hin? Weg, die ist hier in der Wand. Ich hasse mein Leben. Ich habe jetzt resettet, weil das wird so nix. Und jetzt ist der Typ hier nochmal da. Der Raketendüse. Aber ich hoffe, dass er mal dann endlich mal seine Fresse hält, ey. Ich kann diesen Typ mich nicht mal ab. Wo ist der überhaupt? Da hinten? Ja. Bleib einfach hier stehen. Und wie ihr schon gesehen habt, diese gelbe Grütze, die ihr da gesehen habt, ihr habt ja schon in Kapitel 8 gesehen, die Schein war unter dieser gelben Grütze drin. Und diese gelbe Grütze kann nur Yoshi wegmachen mit seinem Magensaft. Deswegen brauchen wir für diese gelben Grützen immer Yoshi. Und ich schwöre dir, bleib stehen. Dankeschön. Als Maul, gib mir die Düse und ich gehe wieder zurück ins Kapitel. Bis gleich. By the way, ist euch aufgefallen, dass das Flugzeug, mit dem wir... Nee, das ist nicht das Flugzeug. Ich dachte, das ist das Flugzeug, mit dem wir... Also mit dem Mario hier hergeflogen ist. Aber das ist so ein random Flugzeug. Ich dachte, das wäre unseres. Ab Kapitel 8 ist dieses Flugzeug da. Ich glaube nicht, dass es irgendeine besondere Bedeutung hat, aber ich würde es nur mal erwähnen. Und jetzt wollen wir noch Glück, dass wir wieder eine Durian kriegen. Aber so wie es aussieht, habe ich bisher kein Glück. Na, endlich. Holen wir uns die blaue Münze. Und dann verlassen wir auch Porto di Oro für immer. Denn hier haben wir dann nichts mehr verloren. Fallen wir bloß nicht in den Brunnen, Alter. Und den werde ich nicht mit Magensaft bespritzen. Den werde ich jetzt einfach so essen. Dankeschön. Meine Fresse, ey. Wir sind jetzt in der dritten Welt. Für die zwei blauen Münzen geht ihr am besten ins sechste Kapitel. Ich glaube, da kann man die Yoshi-Münzen kriegen. Einen habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Da ist ja irgendwo eine Grütze am Boden. Wo ist hier Yoshi eigentlich? Ist der Typ überhaupt in diesem Kapitel verfügbar? Yoshi, hallo? Da hinten ist er. Alter, ich dachte gerade, ne? Ich habe echt keinen Bock gehabt, den jetzt zu suchen. Was will der für eine Frucht? Eine Ananas. Kriegt er. Wenn er unbedingt will. Gab es hier nicht eine Ananas? Da vorne in der Hütte? Yep. Sehr schön. Komm schon. Nimm die Frucht!
Du Idiot! Geh da! Kann ich es euch ja gleich mal zeigen. Ist die Frucht im Wasser, ist die Frucht weg, aber man kann trotzdem mit der Frucht schwimmen. So, komm her. Falls ihr das auch schon hört, der Beat ändert sich auch jedes Mal vom Song, wenn ihr auf Yoshi reitet. Das ist so sein spezieller Beat, aber na, wollte ich nur mal erwähnt haben. So, so, jetzt ist es weg. Dann macht ihr das hier. Und da ist eine Blaumünze. Und für die letzte. Bitte geh da einfach hoch. Ist das Bienennest hier verantwortlich? Einfach gegenspritzen wieder. Und dann die ganzen Bienen essen. Komm schon, Yoshi. Yoshi! Mann! Es ist nur eine verflixte Biene noch! Dankeschön. Und damit haben wir 91 blaue Münzen. Ja, weil drei Welten mal 30, ne? Und die eine blaue Münze, die ich in Parco Fortuna aus Versehen gesammelt habe. Egal. Damit verabschiede ich mich heute von euch. Der Part ist richtig nervig geworden für mich. Ich hoffe, er gefällt euch trotzdem. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir uns dann Parco Fortuna mal näher anschauen werden. Haut rein, habt einen wunderschönen Tag und tschüss. Stirb, Yoshi.